geht weiter, der wo will, in die Amtskirche. Aber da werdet ihr nie das Hauptgebot der Christen lernen. Und zwar das erste. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Aus deinem Herzen, aus deiner Seele. Falsch. Es hieß aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Gemüt, mit all deinen Kräften. Das sagt der Mersen, Alten Testament schon. Der Heiland wiederholte es, den Aposteln. Das ist das Erste. Das Zweite aber ist ebenso wichtig, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Aber ich kann doch den Nächsten nicht lieben, menschlich gesehen, wenn der mich furchtbar drangsaliert oder mich ins Gesicht spuckt oder weiß ich was. Und so ist mir mal passiert und dann sagt er, natürlich schaue ich dann nach oben. Was soll ich machen, Vater? Und er sagt, bring ihn mir zurück. Er ist auch ein Kind von mir, aber ist in die Irre gegangen. Bring ihn mir zurück. Jetzt kommt meine Antwort. Aber nur dir zuliebe kann ich es tun. Es gibt so viele, wo noch meinen, sie wüssten noch, was katholisch was ist. Vielleicht noch das, wo der Teufel euch zulässt, damit er schön weiterhin ihm gehorcht. Meine Güte, wenn ich auch denke, schaut, ihr kommt da herein, viele wissen es einfach noch nicht und das ist auch okay. Aber nachher, wo ihr es kommt da herein, ihr redet, diskutiert noch da drin, was ich eigentlich nicht möchte. Und hier ist dann normalerweise, jetzt haben wir es ja hinausgenommen, weil ich dem Heiland nicht den Rücken zukehren will. Ich verzweifle beinahe, wenn ich sehe, wie man das ganze Ding, selbst die Kirche, nicht mehr weiß, was eigentlich Gott will. Normal ist ja die goldige Monstranz, also goldig, Messing. Und da drin ist das da. Keine Angst, das ist nur noch eine Oblate. Da kann man ja auch Dessert drauf machen oder sowas. Aber das ist nur Mehl und Wasser. Und wenn der Priester die Worte der Verwandlung spricht, dann wirkt der Heilige Geist durch den Priester und das wird zum Leib und Blut Jesu Christi. Aber warum? Das ist schwer zu glauben vielleicht, ohne dass der Heilige Geist es dir gibt ins Herz zum Glauben. Kein Mensch, wenn ein Mensch einfach so glaubt, ohne Heiligen Geist, dass das so sein soll, dann später, dann ist er nicht normal. Aber wenn ihr den Geist im Herzen habt, den ihr haben solltet, dann gibt der Heilige Geist euch das Gefühl, das Wissen und der Glaube, dass es tatsächlich jetzt Leib und Blut ist. Ansonsten nicht. Nicht der Priester verwandelt. Der Priester muss die Worte genauso sprechen wie der Heiland, allerdings nicht auf Aramäisch, aber jeder in seiner Sprache. Aber es sollte der Wortlaut sein, den Heiland gesagt hat, und dann wirkt der Heilige Geist die unbekannte noch dritte Person in Gott. Nehmen wir jetzt einmal Bergoglio. Ich habe jetzt schon mehrmals das erwähnt. Gott ist zärtlich, Gott ist lieb, Gott ist, ja das stimmt doch, das wissen wir doch. Aber Gott ist auch gewaltig! Urgewaltig. Mit zwei Fingern hält er das ganze Universum, alle Sterne in den zwei Fingern. Und das ist noch wenig gesagt. Gott interessiert sich jetzt nicht, auch natürlich, aber in erster Linie nicht, was du warst oder was du mal möchtest werden,
sondern was du jetzt bist. Wieso kümmerst du dich, was dann und dann auf uns zukommt? Du musst jetzt gut sein, dann musst du gar nicht Angst haben. Und auch wenn du stirbst, dann kommst du ja, wenn du eben gut bist, kommst du nach oben. Wenn wir jetzt sagen würden, hallo, dann und dann geschieht es, da hätten wir sehr viele Menschen, die sagen, dann können wir noch so richtig hudeln, also noch so gutes Leben haben und alle noch sündigen und alle und dann einfach dann vorher gehen wir in die Beichtschule. Dann würde es ja Gott nicht akzeptieren, die Beichte. Es wäre nicht vom Guten, wenn man es weiß. Schaut einfach, dass ihr jetzt heilig seid. Das ist vielleicht verschreckt, ihr heilig sein, aber das kann man doch eine Sekunde lang, oder? Glaubt ihr, dass ihr eine Sekunde lang? Und es bleibt immer nur eine Sekunde, weil es ewig ist. Ewig heißt nicht tausend Jahre. Ewig heißt immer nur jetzt. Es gibt kein Gestern, kein Morgen. Schaut, dass ihr jetzt mit Gott zusammenkommt. Und ich danke Gott und staune, dass er mit mir überhaupt sowas machen kann, schon Tausende, die zurückgekehrt haben. Weg, zum Teil von der Kirche raus, weil sie das nicht mehr konnten verstehen. Oder sie haben dann das noch gesehen. Und Harald hat mir plötzlich gesagt, es ist nicht meine erste Aufgabe. Meine erste Aufgabe ist Kampf gegen Satan. Über das rede ich nicht. Sofort sind sie neugierig. Und das ist eine gefährliche Neugier mit Satan. Nikolaus, bring mir noch so viel Sünde zurück, als du noch kannst. Und komm doch, wagt es doch. Es ist nicht wahr, der Böse wird euch sofort sagen, oh, was wird jetzt von dir dann denken? Hä? Dann bist du nicht mehr. So Blödsinn. Gegenteil, wenn ganz große Sünde kommen, dann bin ich begeistert, was Gott mit einem Menschen machen kann, dass er wieder zur Beichte kehrt. Ich bin stolz und ich staune, dass ein absolut schlechter Mensch wieder zu Gott zurückkehren will. Es gibt nichts Schöneres für mich als das. Amen.